Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Der Danny spielt das. Wir stehen hier in aller Frühe mit unserem ICE1 in Passau und werden den mit einem kleinen Zwischenstopp bis nach Regensburg fahren. Und ja, wenn ihr einfach mal jetzt starten und mal schauen, was uns so erwartet. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und ja, wir legen einfach mal los, würde ich sagen. So, dann öffnen wir mal die Türen, begeben uns in unseren Zug und rüsten einfach mal auf, würde ich sagen. Das heißt, Richtungswende nach vorne verlegen. Das ist auch ganz wichtig. Zugbeeinflussung. Zack, so. Das Spitzenlicht dürfte eigentlich schon soweit. AFB ist ganz wichtig. Jetzt. So, wir haben eine Ausfahrt von 60. Ja. Das heißt, wir werden. Das passt soweit. So, dann werden wir uns hier noch ein wenig umsehen, würde ich sagen. Spitzenlicht brennt, perfekt. Türen sind offen, da werden wir uns hier mal ein wenig umsehen. Natürlich fahren wir grün, ist ja ganz klar. Deutschland schnellster Klimaschützer. Kommt gerade ein schöner Güterzug rein. Das ist hier der Passauer Bahnhof. So sieht er aus. Und das ganze Szenario nennt sich Auf nach Kiel Teil 1. Ja, ihr seht schon, Teil 1. Das heißt, es wird noch ein Teil 2 geben. Ja, wir haben Plattling und Straubing als Zwischenhalt, bevor wir dann gegen 20 nach 6 in Regensburg eintreffen werden. Und ja, ich bin mal gespannt, ob diese Fahrt nach Plan läuft. Wir werden es abwarten und haben jetzt gleich Ausfahrt. Zack. So, und um Punkt 11 Uhr, ach 11 Uhr sage ich schon, 5.11 Uhr werden wir uns mal auf den Weg machen. Eins habe ich noch vergessen. Eins habe ich noch vergessen. So, jetzt aber.
gibt's doch nicht. Jetzt. Technik, die begeistert. So, auf geht's. So, Düffenbolz 90. Herzlich willkommen im ICE der Deutschen Bahn zur Fahrt nach Kiel Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Bitte beachten Sie, in allen DB-Zügen ist es Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Sowie die behördliche 3G-Regel, so dürfen wir nur Geimpfte, Getestete und Genesene befördern. Um unnötigen Kontakt zu vermeiden, nutzen Sie doch bitte unseren Komfort-Check-In. Falls Sie Fragen haben, steht Ihnen unser Zugpersonal gerne zur Verfügung. Ja, ich glaube, aktueller geht Ansage nicht. Das ist doch schon sehr nah an der Zeit, würde ich sagen. Und ja, wir fahren jetzt ganz gemütlich nach Plattling, unserem ersten Halt. Und wenn die mal auf 100 beschleunigen. Hört man noch ein Diesel fahren, die ist ein Güterzug arrangieren, würde ich sagen. Wunderschön. Bin ja mal gespannt, ob wir den Sonnenaufgang noch erleben werden. Das wäre natürlich wunderschön. Also, wir haben jetzt 114 Kilometer bis Regensburg vor uns und jetzt fahren jetzt noch eine gute Stunde. Also es könnte sein, dass wir da den Sonnenaufgang noch mitbekommen. Das wäre natürlich das Highlight.
So, und ich hoffe ja, dass wir dann gleich auch noch aufschalten dürfen auf über 200. Das wäre natürlich super. Weil im Moment ist es doch ein wenig Schneckentempo hier. Zumindest für den ICE. Ah, Gegenzug, beziehungsweise Güterzug. Wunderschön. Wunderschön, wie er sich in die Kurve neigt. Wunderschön. Und erkennt ihr es an den Wagen? Die Sonne ist bereits am Aufgehen. Ja, bravo. Genau das wollte ich. Wunderschön. Einfach ein schönes Bild, oder? Während wir vorne schon wieder gerade fahren, ziehen sich die Wagen, die letzten Wagen noch durch die vorletzte Kurve. Wunderschön. Übrigens ist es ja jetzt schon eine kleine Zeit vergangen seit dem Erscheinen der neuen Strecke Passau-Regensburg. Und ja, was mich interessieren würde, wie gefällt euch die Strecke bisher? Wie gefällt euch die neue Baureihe? Wie gefällt euch die Szenarien, die es dazu gab? Und ja, schreibt eure Kommentare gerne mal in die Kommentare. Also schreibt eure Erfahrungen gerne mal in die Kommentare, so wollte ich sagen. Und
Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr da so drüber denkt und ja. Schreibt einfach alles auf, was euch so gefällt an dem Train Simulator insgesamt und ja, was wünscht ihr euch vom Nachfolger, der jetzt dieses Jahr wohl erscheinen wird, vom TS23? Was sollte da vorhanden sein? Welche Rollmaterialien sollten da vorhanden sein? Welche Strecken sollten vorhanden sein? Und. Was für Updates soll es geben? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt und würde mich sehr, sehr freuen. So, wir fahren jetzt noch ungefähr 14 Minuten circa bis Plattling, unserem ersten Stop. Und danach kommt dann Straubing, zum Schluss dann Regensburg. Dass ich ein bisschen zu spät war. Na, es könnte sich noch ausgehen. Knapp. Ganz, ganz knapp. Und ihr merkt so langsam, aber sicher wird's heller, die Sonne geht unaufhörlich auf und das ist natürlich wunderschön mit anzusehen.
Ja, erste Klasse. Wunderschön, oder? Wunderschön. Schön mit WLAN, Essen am Platz, Steckdose und man kann sich's gut gehen lassen. Also mit der Bahn zu reisen ist immer wieder ein Erlebnis. ICE zu fahren ist wunderschön, kann ich nur bestätigen. Und ja, gefällt mir sehr, muss ich wirklich sagen. So, und langsam kommen jetzt mal die höheren Geschwindigkeiten. 140 und 160. Wunderschön. Ich bin gespannt, ob wir die 200 noch knacken. Im Laufe des Szenarios. Das wäre natürlich wunderschön. Leider ist das Szenario bisher etwas ereignislos, also es könnte vielleicht irgendwie noch zu einem Zwischenfall kommen. Das wäre noch etwas interessanter, muss ich wirklich sagen. Also ihr kennt mich, ich stehe immer auf Action. Bei mir muss immer was passieren und was Unerwartetes. Und das wäre natürlich noch schön, wenn das jetzt noch kommen würde. Aber auch so ist das ein sehr schönes Szenario, sehr schöne Ansagen. In den Sonnenaufgang hineinfahren mit dem ICE1 auf der neuen Strecke Passau-Regensburg. Man kann auch auf hohem Niveau meckern und es ist doch so ein wunderschönes Szenario, muss man wirklich sagen.
So. Dem ersten Halt kommen wir dann schon relativ nahe. Das wird sich nicht ausgehen, aber egal. So, müsste jetzt auch bald die Ansage auftauchen. Sind es noch gut 6 Kilometer bis Plattling? Erreichen wir Plattling. Es werden alle vorgesehenen Anschlusszüge erreicht. Vielen Dank, dass Sie uns als Reisemittel gewählt haben. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne Weiterreise. Der Ausstieg in Plattling in Fahrtrichtung rechts. In a few minutes we will arrive Plattling. We have connection to local and long distance buses. Thank you for journeying with Dr. Bahn today. Take care and goodbye. Exit the train right in the direction of travel. Ja, das wünschen wir natürlich auch. Wenn wir erstmal geschmeidig auf 100 runterbremsen.
So, ich würde sagen Punktlandung. Wir öffnen die Türen. Und werden uns hier mal ein wenig Plattling umsehen. Pünktlich sind wir oben drein, das ist wunderbar. So, da steht eine schöne 612er. Oder? Ne, 440er, sorry. Wie komme ich denn auf 612er? Weiß ich nicht. Ah, hier steht eine Anzeige. Regionalbahn 51 wird um 6:09 hier auftauchen, beziehungsweise abfahren. Von Straßkirchen über Straubing, Radeldorf, Regensburg, Undorf und Mausheim. Endstation ist dann Neumarkt in der Oberpfalz. Wunderschön. Haben wir eigentlich auch eine Anzeige? Da fährt noch einer schön am Güterzug her. Wunderbar. Es dieselt in Plattling. Wunderbar. So, unser Zug fährt von Passau über Straubing, Regensburg, Nürnberg, Frankfurt am Main Hauptbahnhof bis nach Kiel Hauptbahnhof. Wunderschön. Oh, der Güterzug macht Halt. Ich werde mir derweil einen Kaffee holen, glaube ich. Wollen wir das Bordbistro hier? Ich habe nämlich Lust auf einen Kaffee. So, wir tun jetzt einfach mal so, als ob hier die Bedienung wäre. Hier. Hier ist der Kaffeeautomat, hier ist die Bedienung. Ein Kaffee mit Milch und Zucker, bitte. Zwei Stücke Zucker und Milch. Ja, vielen Dank. Ja, wir fahren jetzt weiter nach Straubing. Aber wenn alles gut geht, sind wir gegen 20 nach 6 in Regensburg. Tja, euch auch. Frohe Schicht noch. Ich muss nach vorne. So, wir werden dann wieder in unsere Kabine einsteigen, beziehungsweise in den Führerstand. Kabine, sage ich schon. Und werden dort unseren Kaffee abstellen. So. Zack. Wir haben nämlich jetzt gleich wieder Ausfahrt. Auf geht's! Eigentlich, ja, geht doch. Ich wollte schon sagen. Wunderschön dieses Geräusch der Wagen. Wunderschön.
So, gute 10 Minuten, dann sind wir auch schon in Straubing. Und dann sind es noch gut, ja, eine gute halbe Stunde bis nach Regensburg. Herzlich willkommen mit der City Express der Deutschen Bahn zur Fahrt nach Kiel Hauptbahnhof. Wir wünschen eine angenehme Reise. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, in allen DB-Zügen ist es eine Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sowie einen Nachweis mit sich zu führen für getestet, geimpft oder genesen. Es gilt die behördliche 3G-Regel. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unser Zugpersonal. Oben Kontakt zu vermeiden, nutzen Sie doch bitte den Komfort-Check-In. So, 160. Und so langsam wird es auch richtig hell draußen. Die Sonne geht auf, pünktlich. Und ja, es scheint ein sehr schöner Tag zu sein. Bis auf ein paar Wolken am Himmel, aber ich denke, das kann man vertragen. Und wenn ich das hier so sehe, dass um die Zeit schon die Sonne aufgeht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich vermisse den Sommer. Und zwar massiv. Aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ich glaube, da geht es euch auch so. Und ja. Im Sommer wieder spotten an den Bahnhöfen dieser Welt, wollte ich schon fast sagen, aber an den Bahnhöfen unseres wunderschönen Landes. Und ja, da freue ich mich auch drauf. Hier und da mal wieder an den Bahnhof zu fahren, standesgemäß natürlich mit dem Zug, ist ja selbstverständlich. Und dann ein paar schöne Videos zu machen, da freue ich mich sehr drauf. Und da könnt ihr auch gespannt sein, was da noch so kommen wird auf meinem Kanal. Und ich habe da schon einiges im Auge und werde das auch versuchen umzusetzen. Immer natürlich in Absprache mit meiner Familie. Und ja, das wird auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr schönes Jahr, worauf ich mich sehr freue.
So, Straubing ist dann auch schon sichtbar. Fast sichtbar, würde ich sagen. Und, Ringsburg ist dann eigentlich auch noch ein Katzensprung. So, mein Kaffee ist dann auch schon langsam leer, würde ich sagen. Aber zu viel Kaffee darf ich auch nicht trinken, weil während der Fahrt auf Toilette ist natürlich schlecht. Kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Deshalb nicht zu viel Kaffee trinken oder überhaupt nicht zu viel trinken, was irgendwie treibt, sonst kann das eine sehr lange Fahrt werden für den Lokführer bzw. Triebfahrzeugführer. Könnt ihr euch vorstellen. So. Straubing kommt näher. So, und was haben wir da? Hübsche kleine Spedition oder was ist das? Ah, hier wieder alles das gleiche Kennzeichen. SMB, SMB, SMB. Die gehören wahrscheinlich alle zu dem gleichen Unternehmer. In Kürze erreichen wir Straubing. Dort werden alle vorgesehenen Anschlusszüge erreicht. Vielen Dank, dass Sie uns als Reisemittel heute genutzt haben. Wir wünschen noch einen schönen Tag bzw. eine angenehme Weiterreise. Auf Wiedersehen. In Straubing der V-Stieg in Fahrtrichtung rechts. In a few minutes we will arrive in Straubing. We have connection to local trains. Thank you for journeying with Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Exit Straubing right on the direction of Schwerin. Ja, wunderschöne Ansagen. Muss man wirklich sagen, da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben.
Wunderschön. Türen geöffnet. Und da wären wir in Straubing. Ist das jetzt Zufall oder? Wunderschöne T-Shirts, oder? Wunderschön. Vectron, Kennedy. Wunderschön. So, auf geht's. Nürnberg Hauptbahnhof, Würzburg Hauptbahnhof, Frankfurt am Main Hauptbahnhof und Kiel Hauptbahnhof. Herzlich willkommen im ICE der Deutschen Bahn zur Fahrt nach Kiel Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Bitte beachten Sie, in allen DB-Zügen ist es Pflicht des Tragens des Mund-Nasen-Schutzes sowie ein Mitführen des Nachweises der 3G-behördlicher Anordnung. Das heißt, wir dürfen nur Geimpfte, Getestete und Genesene befördern. Um unnötigen Kontakt zu vermeiden, nutzen Sie doch bitte den Komfort-Check-In. Falls Sie Fragen haben, steht Ihnen unser Zugpersonal gerne zur Verfügung. So, die letzten 39 Kilometer dieses Szenarios. Auf dem Weg nach Regensburg Hauptbahnhof. Ich hoffe ja immer noch, dass wir die 200 noch knacken, aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
Also was denkt ihr? Schaffen wir die 200 noch in diesem Szenario oder ist 160 das Maximum der Gefühle? Also ich bin mir nicht sicher, muss ich ehrlich sagen. Was ich noch sagen wollte, ich habe vorhin mit jemandem geschrieben und der meinte, Zusi 3 sei das realistische Zugsimulatorspiel, was derzeit auf dem Markt ist. Teilt ihr diese Meinung oder sagt ihr, nein, das ist völlig anders und spielt ihr gerne Zusi 3? Findet ihr es als sehr easy zu spielen oder empfindet ihr es als sehr kompliziert, eben weil es so real ist? Und wie steht ihr überhaupt zu dem Spiel? Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet, was ihr mit diesem Spiel schon geschafft habt oder nicht geschafft habt. Ja, ist es euch zu real? Ist es euch irgendwie zu kompliziert oder auch nicht? Mich würde eure Meinung sehr interessieren und mich würde es freuen, wenn ihr da gerne mal, ja, eure Erfahrungen in den Kommentaren teilt. Also lasst euch da gerne freien Lauf. Ich bin sehr gespannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele Zusi 3 ganz gerne mal so zwischendurch hin und wieder. Aber ich komme mit der PCB da nicht klar. Wie ich auch hier mit der PCB nicht klar komme. Ich komme allgemein mit der PCB nicht klar. Sage ich ganz offen. Und ja. Also mich würde es sehr interessieren, wenn ihr da mal irgendwie schreibt, was da eure Erfahrungen sind bezüglich Zusi 3. So, das Bordbistro bekommt jetzt Hochbetrieb. Jetzt so langsam
wollen die ein oder anderen Fahrgäste doch Kaffee haben, ein Brötchen haben, eventuell schon. Und ja. Auf jeden Fall haben die Damen und Herren im Bordbistro jetzt gut zu tun. Und so soll es sein. Dafür ist das Bordbistro da. Und wenn dann gleich oben in Regensburg meine Schicht zu Ende ist, dann werde ich natürlich auch erstmal frühstücken. Nicht im Bordbistro, sondern ich als Triebfahrzeugführer gehe in ein schönes Hotel und werde dort frühstücken. Oder ich gehe auch erstmal schlafen. Ich weiß es noch nicht. So, 155, 150, 145, 140. Das gleiche Spiel rückwärts, 145, 150, 155, 160.
So, das Regensburger Tor ist nicht mehr weit entfernt. So 130. So, sind wir schon in Regensburger Ecke, würde ich fast sagen. Im Regensburger Raum, so wollte ich sagen. So, dann kommt jetzt auch gleich die obligatorische Ansage. In Kürze erreichen wir Regensburg Hauptbahnhof. Dort werden alle vorgesehenen Anschlusszüge erreicht. Herzlichen Dank, dass Sie uns den ICE als Reisemittel genutzt haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag bzw. eine schöne Weiterreise. Regensburg, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In a few minutes we will arrive at Regensburg Central Station. You have connection to local and long distance services. Thanks for joining with Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Exit Regensburg. Right in the direction of Tram. So, da kommt da schon der Regensburger Hauptbahnhof. Wäre natürlich nice, wenn wir jetzt noch bis Kiel durchfahren könnten. Das wäre geil, aber das wird, glaube ich, auch ein bisschen den Zeitrahmen sprengen. Weil von ganz unten nach ganz oben, das wird noch eine Zeit lang dauern. Dafür ist sicher.
So, da wären wir in Regensburg. So, wir öffnen die Türen, begeben uns nach draußen und bei wunderschönstem Sonnenschein sind wir ohne Probleme und pünktlich in Regensburg Hauptbahnhof angekommen. So wie es sich gehört und ich muss ganz ehrlich sagen, ein wunderschöner Bahnhof, ein wunderschönes Szenario und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, wie macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Für alle, die sich neu auf meinem Kanal verirren, Abo nicht vergessen und Glocke aktivieren. Und ihr hört mich nächsten Samstag wieder. Bis dahin, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Bleibt sauber, bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bye, bye.